Was geht ab, Deutschland? Ich bin Jasko. Da ist dein Macho. Schau mal kurz zu Macho rüber. Macho ist da. Der ist gerade voll bei der Arbeit. Wir sind gerade in Hochfeld im Rheinpark. Wir drehen jetzt das dritte Video. Immigrantencinema ist hier. Und ja, guck mal, wie korrekt wir sind. Wir bringen eine EP raus, die hat 5 Lieder. Und von den 5 Liedern machen wir 3 Videos. Das heißt, wenn wir so korrekt zu euch sind, seid so korrekt und geht in den Laden und kauft euch die EP am 27. Herzlich willkommen, Videodreh zum Wetten auch gegen die Zeit mit den Jungs von Immigrantencinema. Das dritte Video zur EP. Ja. Auf jeden Fall, Dings, heute habe ich mal ein bisschen. Ihr wisst Bescheid, bei mir läuft. Wir bauen gerade alles auf. Gleich geht's los. Und Jasko, was sagst du? Wird gut? Ja, ich weiß nicht. Schüttel wird gut. Sieht so aus, ne? Normal wird gut. Ich hab grad schon gezeigt hier. Bei mir läuft. Guck mal, die ganzen Rapper, die können sich nur eins davon leisten. Aber ich, guck mal. Eins, zwei und der Bizeps ist immer noch da. Könnt ihr euch alle nicht leisten. Wir sind Banger Musik. Wir sind alles sportliche Leute. Guck mal. 7 Jahre ist es her, Bruder, wir sind standhaft geblieben. Und anstatt zu lieben, wollten wir den Erfolg. Heute feiert uns die ganze Stadt, sie sagen, ich mache sie stolz. Was ist los hier? Ich hol mir jetzt erstmal was zum Trinken. So, ich habe die erste Sequenz gedreht und wie immer, das wird auf jeden Fall ein sehr schönes Video und auf jeden Fall Übernahme. 27. April und dann wird Deutschrap erstmal A-Piep genommen. Weißt du nicht, ich war da im SV, Alter. Weißt du das nicht? Fred Perry. Weißt du das nicht, Alter? Guck mal. Hier. Ich war linker Torwart. Ich bin ein sehr markenbewusster Mensch. Das weiß jeder hier. Weiß halt nicht jeder. Was bin ich? Sergio, sag mal was. Dieser junge Mann ist sehr markenbewusst. Guck mal, das wie man hier sieht. Fred Perry. Das ist Fred Perry. Zack, was ist da? Oh, da. Ein Pferdchen. Bruder. Ich bin mir sicher. Hast du ein Pferdchen, Mann, hier? Holt alle, Tag live. Ne? Ja, Mann. Das ist jetzt in. Das ist die Straßenmarke Nummer 1. Und ja, so läuft das halt. Macho und Jasko übernehmen. Brandt. Aber trotzdem, guck mal, Fred Perry. Kann sich nicht jeder leisten. Ja, Bruder, wenn ich das sportlich. Immer mit Gummi ficken. Ist es. Wenn du mit deinem Mädchen Geschlechtsverkehr hast, wenn du mit einem Mädchen schläfst, benutzt immer Gummi. Verhütungsmittel. Steck das jetzt rein. In die Tasche, in meine Tasche. Du gehst gleich, keine Ahnung, geh in die Stadt, jetzt ist schönes Wetter, gehst ein paar Klammern. Da sind geile Weiber. Sagst, ey, ich will mit dir schlafen. Ich hab ein Gummi dabei. Wenn du sagst, ich hab ein Gummi dabei, die kommt direkt mit. Aber ohne Gummi kommt die nicht. Oder du machst einfach den hier. Gib mal her. Wenn die eine gefällt. Du hast gemacht bei der Aktion gegen AIDS. Wenn die eine gefällt, mach's einfach so. Dann weiß sie Bescheid, okay? Hier, check das ein, dass wir zum Einsatz kommen. Ja, Mann. Motherfucker. Westside. In Duisburg. Was Duisburg? Ich mach mal den Style an, Alter. Was bist du? Soll ich so machen? Arschkalt, Alter, aber wir bluten für unseren Erfolg. Wir tun alles dafür, Alter. Jalla. Was ist denn los hier? Dieses
Leben ist nicht fair. Wofür machen wir das alles? Dieses Leben ist nichts wert. Hier läuft einiges verkehrt. Wir fließen mit dem Strom. Träumen von Millionen, doch ackern für Mindestlohn. Wir sind gerade angekommen vor einer Stunde in Istanbul. Das ist die so berühmte Bosporus-Brücke. Rechts ist Griechenland, links ist Türkei. Ich bin kaputt, ja. Die ganzen Internet-Botzen, die jetzt vorm PC sitzen und gerade schreiben, Alter, ich fick euch, ihr kleinen Mistkuchen. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Mach mal den Finger. Ich weiß schon, den hier. Hier, den, ne? Den. Missgeboren, haben nichts Besseres zu tun, als immer vorm PC zu sitzen und solche Kommentare zu machen. Und wenn die mich dann sehen, fragen die nach einem Foto, ihr kleinen Mistviecher. Hey Schatz, alles klar? Schatz, ich bin's, Maju. Hast du Zeit? Hey. Alles klar bei dir? Ja, mit wem spreche ich denn gerade? Planänderung. Wir brauchen euch vielleicht doch noch. Ich brauch diese hübschen Augen von Vanessa. Ja, ich hab mich verschrieben, das war Dings. Ich wollte keine Nummer von Valentina, das war Dings, T9. Gute Ausrede, T9. Beste Ausrede, T9. Hast du keinen Hunger? Komm, ich kann selber. Ich koche für dich, heute. Schockwave. Nein, komm. Ich geb dir einen aus. Ich geb dir einen aus. Ehrlich jetzt. Ich besteh drauf. Du bist der, der betrügt. Und du bist der Freund, der in seiner Liebe verletzt wurde. Ah, ich hab dein Mädchen ausgespannt, also. Ja. Wichser. Warum machst du sowas? Sag mal bitte. Was sehen wir da? Sag mal. Aber du kannst doch nicht deinem Freund einfach die Freundin aussparen. Ich dachte, wir sind Freunde. Scheiß auf den Mann, Bruder. Ich find das aber auch nicht in Ordnung. Bruder, das ist doch richtig scheiße. Ey, Bruder, so eine Lampe kostet über 1000, also bitte. Hier, nimmt einfach die Fernbedienung. Genau, aber der Mann muss die Fernbedienung. Ja. Am besten in der anderen Hand. Du bist jetzt so süß. Du bist natürlich noch süßer wie sie, aber... Nein, nein, nicht lachen. Oder Kuschelszene, Mann. Okay. Tu mal das Toilettenpapier neben dir weg. Hier, ich liege hier auf der Couch von meinen Kollegen und wir haben jetzt hier so eine kleine Kuschelszene gedreht und wofür das hier, wer weiß, man munkelt. So, und ich guck gerade Fernsehen gucken und hier. Jetzt haben wir rot, wie gesagt, ich kann mir Polo-T-Shirts in allen Farben, ich habe in meinem Kleiderschrank ist jede Farbe. Von allen Poloshirts, die es gibt und meine Uhr, ne, läuft bei mir, weißt du, was ich meine? Ich sag euch nur eine Sache, ne, Deutschland wird auseinandergenommen von Maju und Jasko und die ganzen anderen Rapper da draußen. Das nächste Mal könnt ihr hier diese Kuschelszenen drehen, die kleinen schwulen Mistkuchen. Ja, das ist Sarah, meine neue. Ich hab, das ist meine Ex, ich hab Schluss gemacht mit der. Und das ist meine zukünftige. In einer Woche. Ja. Ich mache immer so einen Wochentag, weißt du? Hi. Ja, Mann. Und so geht das ab. Das ist Duisburg, wir kommen mit Messers. Wir kommen mit Taschenmesser. Taschenmessers. Hey, ihr Opfers. Ihr kleinen Pissers. So, meine Freunde, ich hatte schon mal in einem anderen Making-of erwähnt oder in einem Interview erwähnt, dass wir im Schlafzimmer aufgenommen haben, auf einem. Mit einem Wasserbett und das ist unser altes Studio und Fatih Fat Beats macht immer noch hier unsere Beats, einer unserer Beatmaker und hier haben wir aufgenommen. So fing alles an, mit einem Mikrofon im Schlafzimmer, mit einem Mac und jetzt, dann kam alles wie von selbst und
So kann's gehen, vom Schlafzimmer bis in den VIP-Bereich.